Mein Name ist Joachim Edel, ich arbeite im Vorstandsbüro der Frequentis AG und bin dort für die Themen Innovation und New Business Development zuständig. Dazu gehört unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Startups, für die ich verantwortlich bin. Frequentis ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich der sicherheitskritischen kontrollzentralen Lösungen. Wir beliefern über 500 Kunden in 140 Ländern. Im Projekt geht es darum, im Bereich Public Safety, dass unsere KI, welche wir bei OnLivo entwickelt haben, mithört bei einem Telefongespräch und dann automatisch erkennt, um welchen Notfall es sich handelt, um bestimmte Aktionen zu setzen. Polizei rufen, Feuerwehr verständigen und so weiter. Wir konnten mit OnLivo sehr rasch bereits mit einem Prototyp beginnen und haben auch in einem Workshop extrem flott und schnell, effizient die Use Cases ermittelt und auch innerhalb von einem Tag bereits die Daten intern erheben können, damit dann dieser Demo-Case, dieser Use-Case bestmöglich unterstützt werden kann. Für uns bei OnLivo war die Zusammenarbeit mit Frequentis, also einem börsennotierten, sehr angesehenen internationalen Unternehmen, in sicherheitskritischen Bereichen tätig, ein Meilenstein für unsere KI. Wir bei OnLivo entwickeln die KI für die Mensch-Maschine-Kommunikation der Zukunft, damit Maschinen uns Menschen besser verstehen können und somit auch besser helfen können. Der Prozess bei AWS Connect ist sehr einfach, was insbesondere wichtig ist für junge Unternehmen, wie wir sind bei OnLivo. Man geht auf die Webseite, tragt sich ein, Firmenname, Ausrichtung, was die Technologie alles kann, wen wir suchen, was Anwendungsfälle sind und Bereiche sind. Und schickt man das ab und das wird dann an verschiedenste Unternehmen von AWS Connect ausgesandt. Und dann gibt es so ein Speed-Dating. Und wir haben die Frequentis auf so einem Speed-Dating-Veranstaltung kennengelernt und haben dort definiert, was wir eigentlich gemeinsam machen können. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich ans AWS, um diese Möglichkeit zu schaffen, hier große Unternehmen wie die Frequentis gemeinsam mit OnLivo zusammenzuschalten.